So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play mit World Zero Mission. Bei uns stürmt es gerade draußen, deswegen, falls... Warum habe ich so wenig Leben? Falls es euch stören, also ich... Es wird euch dann entweder sowieso stören oder gar nicht stören. Falls ihr es hören solltet, genau. Bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr das hören werdet. Und wenn dem so ist, kann man eh nichts mehr dagegen tun. Von daher... Achso, ich habe ja letztens gespeichert. Ich wundere mich schon, warum ich immer noch hier unten bin. Aber wir waren ja schon der Zeit am Ende. Speichern will ich nicht. Wir wollen nämlich... wieder zurück. Da hinten gab es noch ein Geheimnis, das ich leider nicht mehr lüften konnte. Oh. Ich will da gar nicht lang. Oder? Will ich da lang? Oh je. Ich glaube, ich will da nicht lang. Okay. Oh, guck mal, wir haben hier noch einiges, was wir gar nicht entdeckt haben. Ist das normal? Oh, oh, oh. Oh. Oh, das ist nett. Dann können wir hier. Können wir? Unser Leben wieder auffüllen. So, wir lassen die mal ein bisschen näher rankommen. Autsch. Vielleicht sollten wir uns aber nicht erwischen lassen. Also zumindest, dass wir mal wieder drei Balken haben. Drei volle Balken. Ein paar Raketen schaden natürlich auch nicht. Okay, das hätten wir geschafft. Dann können wir weitergehen. Ich denke, das reicht mal für alles, was jetzt passieren kann. Was ist hier passiert? Kann ich hier ein Geheimnis lüften? Oh, der Arm ist aber auf jeden Fall kaputt. Ich merke schon. Hier brauchen wir Superbomben oder so irgendwas in der Art. Und willst du mir sagen, dass hier unten kein Geheimnis ist? Das kann ich irgendwie ja nicht glauben. Ah, Moment, hier unten ist ein Geheimnis, okay. Also erstmal hier schauen. Am besten laufen wir einfach wieder schießend rum. Okay. Ah, ich dachte schon, wir fallen wieder runter. Okay, ich glaube, wir sollen einfach durchrennen. Ob da unten ein Geheimnis ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Das ist definitiv kein Geheimnis, aber ich frage mich, wo das hinführt. Wie wir mal merken, ist hier doch schon direkt irgendwo ein Item versteckt. Ah, Moment, das ist wahrscheinlich da hinten das gemeint. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Merke ich schon. Oder? Okay, da kommen wir nicht ran. Gehen wir weiter. Und ja, da haben wir. Sollte die Screw-Attack sein, ja, genau. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre die Superbombs. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht in dem Spiel, aber das ist die Screw-Attack. Das natürlich macht das um einiges besser sogar als das, was ich erwartet habe. Aber ich habe gerade eine Nachricht bekommen, die ich gerne beantworten würde, deswegen mache ich kurz eine Pause. So, da bin ich wieder. Es geht nämlich gerade um meine Zukunft. Deswegen habe ich jetzt mal mein Handy laut gestellt. Also falls gleich eine Nachricht. Also wenn ihr einen. Oh, ich kann den kaputt machen. Na, dann mache ich das. Den nerven mich nämlich. Aber das Gute ist, jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo überall eine Stelle war, wo ich die hätte benutzen können. Oh, okay, da sind wir durchgefallen und jetzt kommen wir gerade mal hier durch.
Moment. Ah, das macht's dann jetzt natürlich. Mir etwas schwerer. Okay. So kann ich auf jeden Fall nach vorne springen, ohne. Ohne die kaputt zu machen. So. Den müsste ich weiter oben erwischen. So. Dann kann ich nämlich mit meinem Ball da drauf. Und dann können wir durch. Jetzt sind wir hier, wo ich eigentlich schon war. Hat sich also nicht gelohnt. Moment, okay, hier unten das Geheimnis kennen wir schon. Da war ich überall, dann gehen wir mal geradeaus. Weil da hinten war eine Tür, an die ich noch wollte. Da kamen wir anfangs noch nicht durch, da kommen wir jetzt aber durch. Also es macht es echt extremst einfach. Also es macht es nicht einfacher, aber es macht es einfacher. Sagen wir es mal so. Ich habe da bestimmt eh das ein oder andere Geheimnis jetzt verpasst, aber es ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Aber was ist hier? Okay. Weil, ja, das war klar. Ich denke, das war sehr offensichtlich, dass hier nicht einfach nichts ist. So, liebes Spiel. Ah, okay, ich verstehe schon. Na, das wollte ich jetzt nicht. Komm schon. Ah, mein Gott. Das ist doch nicht so schwer. Jetzt muss ich natürlich auch noch die Energie einsammeln, bevor ich sie überhaupt lang kann. So. Das soll doch gut sein. Oder? Da oben ist was, aber da komm ich. So. Das ist schlecht. Ich will da oben ran. Und dafür brauche ich doch nur ein Vieh, das genau hier ist. Oh, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Jetzt muss ich aber gleich hier noch eins einfrieren. Das wird schwer. Das wird definitiv schwer. Wenn nicht sogar unmöglich. Und weil das für mich jetzt auch so unmöglich ist, lasse ich es sein. Da ist auf jeden Fall noch was Cooles versteckt. Ist aber ehrlich gesagt für mich jetzt auch zu schwer ranzukommen. Deswegen gehe ich ganz normal zurück. Kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir durch. Ach, ich zerstöre ja immer was, was in dem Boden hier. Mache ich es nicht extra. Passiert leider. Thank you.
In der School Attack sind wir eigentlich unverwundbar. Von daher können wir so gut wie einfach durchrennen. So, wo wollen wir hin? Da oben ist eine Speicherstation. Wir wollen ganz nach oben in den Teleporter. Und da hinten in die Tür wollen wir noch. Oh, da ist auch bestimmt ein Durchgang. Sehr gut. An der Speicherstation vorbei. Oder über uns. Ne, wir müssen einmal durchrennen. Die Speicherstation können wir auch auslassen. Die machen wir kurz platt. Das macht es sehr einfach. Einiges. Sagen wir mal so. Es macht nicht alles einfach. Es macht einiges einfach. So. Da sind wir wieder an diesem Tipp. Die Energie brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So. Aha. Sehr gut. Da werde ich mich auf keinen Fall beschweren. Jo, das war meine Nachricht. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn ich das so mache. Mir aber egal, wir haben genug Leben. So, wir wollen hier nur durch. Da gab es ein Item. Ist mir doch nicht egal. Kann ich den runterziehen? Das ging so. Ja, der nervt mich nämlich. Da kann man drauf stehen. Muss doch hier oben irgendwas sein. Ah, hier. Und da haben wir einen Missile-Container, einen weiteren. Und wir können weiter. Dann gibt es zum Glück keine Lava mehr. Das hat doch was zu bedeuten, oder? Aber klar. Oh Gott. Ein Rätsel. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe. So, das können wir aber immer wieder von vorne anfangen. Erstmal gucken. Ja. So, jetzt hier warten. Und dann müssen wir da direkt springen. Zu langsam. Auf ein neues. Ich hab irgendwas im Mund, warum ich mich immer verrede. Jeder kann sich denken, was. Aber ich schaff's einfach nicht. Das nervt mich. Ah, jetzt bin ich noch im Ball geblieben. Aber das wäre auch eine Idee. Ich bleib einfach im Ball. Nur hier nicht sterben, das wäre super. Nice. So. Vielleicht schaffe ich es. Nicht mich in den Ball zu rollen, wenn es wichtig wird. Es
will euch jetzt eigentlich damit nicht weiter stören. Ich meine, ihr habt gesehen, was ich machen muss, deswegen mache ich den Rest jetzt erstmal offscreen. Dann verschwende ich auch nicht so viel Zeit von dem Part, weil ich möchte das Let's Play auch noch in Zeiten beenden. Deswegen mache ich jetzt eine Pause und wir sehen uns gleich, wenn ich es geschafft habe. Und ich habe es direkt beim ersten Versuch geschafft. Dann können wir auch kurz mal schauen, ob hier unten noch irgendwas ist. Nein. Okay. Jetzt wird es aber kritisch. Nee. Okay. Ich merke gerade, dass wir Probleme bekommen könnten beim Zurückgehen. Okay. Das hier geht noch. Jetzt wird es schon schwer. Weil ich hier echt alles kaputt machen kann. Wir haben es geschafft. Lebend. Vorerst. Ne, wir haben es geschafft. Sehr gut. So. Gab es hier keine Abkürzung? Da gibt es eine Abkürzung. Warum erwische ich die nicht? Da hinten? Irgendwo muss hier doch was geben. So, sind wir hier schon auf der richtigen Etage? Ja, sind wir. Und da oben gibt es noch ein Geheimnis. So, danke dafür. Warum komme ich hier nicht rein? Weil ich denke, das ist etwas, das müssten wir erreichen können. Warum erreiche ich das nicht? Moment, wir sind eine Tür schon zu hoch. Da müssen wir rein. Hätten wir das doch geschafft. War gar nicht so schwer. Moment. Wir waren hier schon, oder? Ah, wir waren hier schon. Hier ist eine Speicherstation, die ich nie betreten habe. Deswegen betreten wir die jetzt einfach mal kurz. Benutzen werden wir es nicht müssen. Fast hätten wir einen Fehler gemacht. Dies brauchen wir nicht, aber ich benutze dich einfach mal kurz. Sicherheit geht vor. Aber die würden ja sitzen, wenn ich die schon hätte. Hier gibt es nämlich ein Geheimnis. So. Moment, hier gibt es ein Geheimnis. Boah, wo ist das? Wo ist das Geheimnis? Da oben. Hätten wir die besiegt. Da komme ich jetzt durch. Ah ja, okay. Kein Wunder, dass ich das anders hätte nicht erreichen können. So. Ne, noch eins tiefer.
Und da können wir durchrennen. Denke ich doch mal. Moment, das wollte ich nicht. Das war schlecht. Ich will durchrennen. Wenn das überhaupt geht. Oh, das geht. Sehr gut. Dann können wir jetzt endlich hier raus. Ja, wir haben alles... alles abgesucht. Wollen wir nach Criteria, nach Pinster? Ich glaube, wir wollen... Moment. Wollen wir hier lang? Ich glaube, wir wollen hinten den Aufzug. Da wollen wir nach Prinster? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Aber da oben waren wir sicherlich schon. So. Da hinten gab es eine Tür, an der wir nicht... Okay. Okay, ich verstehe, wo wir sind. Aber da müssen wir nicht hin. Dann können wir jetzt eigentlich noch schnell hochgehen. So. Aber das macht es um einiges einfacher, dass wir jetzt den School Attack haben. Ich denke, wir gehen jetzt einmal noch ganz hoch. Ich meine, wir haben jetzt nicht alle Geheimnisse entdeckt. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Auf erst mal. Was das? Da ist ein Geheimnis, das wir schon haben. So. Ein paar Minuten haben wir noch. Da müssen wir durch. Das Geheimnis haben wir auch schon. Irgendwie glaube ich, dass wir da was vergessen haben. Mitzuholen. Wie soll ich das denn hinbekommen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, man kann irgendwie die Energie sammeln, aber... Ich weiß nicht wie. So, wir versuchen jetzt noch an den Energietank ranzukommen. Der da hinten versteckt ist. Aber wir können nicht hoch genug springen. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen von diesen. Ach, egal. Den Energietank brauchen wir nicht. Ich weiß, dass es ja früher ganz simpel war zu bekommen, aber irgendwie... Das ist mir jetzt zu schwer. Na gut, dann speichere ich. Verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.